So, die Kurbelwelle ist dran. Die Schrauben sind ja nur angelegt. Gott sei Dank. Und ich mache jetzt zuerst Nummer 3. Das braune Lager 92 028 1323. Hört man mich überhaupt noch? Das Mikrofon wieder hier hin machen. So. So, das lasse ich mal so liegen. Jetzt kommt hier die Lagerschale raus. In diese Richtung, Martin, immer dran denken, in die andere Richtung schieben. So. Fetzen. Bremsenreiniger. Auspacken. Wir wissen noch, Kennzeichnung braun. Und da ist die Kennzeichnung braun. Man kann es, glaube ich, erkennen. So. Einmal. Gut. So rum wird montiert. Jetzt kommt die Pleuel. Ja, Verlaube, bist eh alt. Ich bin ja so gespannt, ob wir den Motor wieder zusammenbekommen, dass der nachher läuft. Aber zumindest die Lager möchte ich erneuert haben für heute. Jetzt ist 2:30. Das heißt, ich bin auch schon wieder ein paar Stunden hier am Gange mit Saubermachen, mit kontrollieren, mit Lager raussuchen, welche wo reinkommen. So, zack. Und runter damit. Ja, wieder nur. Hallo. Störrisches kleines Scheißerchen. Wo sitzt das nicht richtig? Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Na bitte, wer sagt's denn? So, da sind wir drin. Das ist so und so und so. Mal gewischt, obwohl da ja nichts sein kann. Das spielt aber keine Rolle. So. Mein Oliodante. Deckel runter. So. Nicht zu viel. Auf die Lagerschale. Da ein bisschen reintröpfeln. Träufeln, Martin, schön sprechen. So, und dann setzen wir das Ding auch schon wieder zusammen. So. Drehmoment
gibt's später. Nur handfest anlegen. So, alles ausgepackt. Das hat mal wieder gedauert. So, jetzt rucki zucki. Die hängt noch drauf. Wenn ihr jetzt nichts seht, tut es mir leid. Aber ich will hier mit dem Hirn dabei sein, was ja sowieso selten ist. Und keinen Fehler machen. Aus dem Grunde ist mir das jetzt hier wichtiger, als zu schauen, ob die Videoaufnahmen was werden. So, so. Winter ist ein Scheiß, sage ich euch. So kalt. Schade, dass ich raus musste aus meiner anderen Garage. Die vermisse ich schon irgendwie. Da hatten schon einige recht. So, und jetzt brauchen wir das Ganze auf der Seite. So. Die hängt wieder fest. Na komm schon. Die hängen zu fest, Scheißdreck. Oh Mann. Jetzt. Na komm raus da. So rum. Und so rum. Zweimal. Gut, und die letzte hier drüben. Freiwillig. Das ist sehr nett von ihr. Jetzt wisst ihr auch, warum ich immer so eine dreckige Hose habe. So. So rum. Und die Pleile. Die ging jetzt ausnahmsweise mal richtig cool. So, dahin, so. So rum ist richtig. Das war ein bisschen viel Öl. Aber das ist egal, das druckt's raus.
So. So, Drehmoment 36 Newtonmeter. Muss ich mit dem Großen machen, der Kleine geht bloß bis 30. Machen wir das ganz kamot. Schritt für Schritt. Ein Haufen Zeug. Moment, ich muss das mal ein bisschen anders positionieren, dass ich da besser drehen kann. Ja, so ist gut. Einmal. Zweimal. Und dann machen wir. Steht ihr mir im Weg? So. Zweimal. Jetzt kommt die Mitte. So. Warum man das im ausgebauten Zustand machen muss, dürfte mich nicht fragen. Ich habe es nicht erfunden. Wer hat's erfunden? Ricolo. Einmal. Zweimal. So. Das wäre die Kurbelwelle mit Pleuellager. So. Zwischenzeitlich habe ich die Kurbelwellenzapfen sauber gemacht. Können wir den mal einlegen. So. Das Ding ist gar nicht so leicht. So. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Schön. Gut. Die Kurbelwelle wäre drin. Ja, ist das nächste der Lagerbock. Pfeil nach vorne. So. Gut. Soweit. So. Jetzt kommen hier die beiden Schrauben rein. Ich habe im Reparaturhandbuch kein Prozedere, außer nachher alles anzuziehen. Dann werde ich den dann mal handfest anziehen. Nachher mit dem Gehäuse komme ich zwischendurch. Gut. Haben wir noch was vergessen?
Da haben wir alles drin. Da haben wir auch alles drin. Der Zapfen ist drin, der Zapfen ist drin. Buck, hier ist alles okay. Da müssen wir nachher aufpassen. Irgendwo ist dann nachher die eventuell die der Schwungausgleich. Handfest angezogen. So, und jetzt könnte ich die Pleuellager relativ perfekt anziehen. Naja, okay, Sie haben ja recht. Gut, jetzt habe ich da so ein schönes Loch in der Kurbelwelle. Da werden wir mal Öl reinlaufen lassen. Mal generell schauen, ob wir da irgendwo. Ach, da war das, gell? Hier bei dem Teil. Genau. Sieht aber gut aus. Sieht aber gut aus. So, jetzt müssen wir das Gehäuse abdichten. Fetzen, Bremsenreiniger, Dichtfläche sauber machen. Das letzte Stückchen hier. So, gut. Jetzt muss ich mal schauen. So, Dichtmasse auf die untere Gehäusedichtung auftragen, also auf diese da. So. Dünn auftragen. Viel hilft nicht viel. Verstreiche ich dann mit dem Finger. So, und da soll ich keine Dichtmasse auftragen. Gut, dann habe ich hier einen sauberen Finger und da habe ich ein Stück vergessen. So, und jetzt kommt hier einfach. Wird hier einfach die Dichtmasse drüber geschmiert. Das reicht hauchdünn. Das war vorher auch nicht mehr. Die Gehäusehälften sind so plan. Da wird man nachher merken, wie da die Gehäusedichtmasse trotz alledem rausquillt. So, ist im Übrigen Loctite. Gehäusedichtmittel. So, gut. Haben wir alles. Da können wir noch ein bisschen. So. Ja, das sieht schon gut aus. Das reicht. Mehr braucht es nicht. So. Und dann schauen mit den Passhülsen. Wo haben wir die Passhülsen? Haben wir keine. Cool. Würde ich sagen, nehmen wir die so lang. Die bastel ich da jetzt mal rein. So, die Passstifte sind drin. Einmal hier und einmal da. Und jetzt nochmal Kontrolle. Nochmal schauen, dass, wo ist meine Nadel? Hallo, die hatte ich gerade eben in der Hand, als ich die Dichtmasse durchgestoßen habe. Da hat es einen Futzel.
So. Sonst gefällt mir das alles richtig gut. Da ist auch nichts mehr. Da hat es ein Haar. Ja, eher ein Fussel. Gut, dann würde ich sagen, jetzt muss ich aufpassen, dass die steht im Werkstatthandbuch, ist nicht meine Idee. Ja, so nicht. So. Aber jetzt sollte es gehen. Eigentlich. Vielleicht. Morgen. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Jawohl, 1, 2, 3. Schön langsam absetzen. Passstift, 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 Passstift. Und passt der Stift. Cool. Darauf achten, Getriebe muss im Leerlauf stehen. Sonst gehen nämlich die Schaltgabeln nicht rein. Ja, was soll ich euch hier jetzt zeigen? Kann ich euch nicht viel zeigen. Ich nehme die Schrauben raus aus meiner super duper Spezialhalterung, die ich da gebaut habe. Misch da drüber, stecke die hier rein. Nummer 1. Also ihr erinnert euch ja noch an das Teil. Dann tup, 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 bum. So. Die werden jetzt nur mal pro forma angelegt, dass dem Gehäuse nichts mehr passieren kann. So, und dann nehmen wir von vorne noch welche. Rechts und links eine hier und eine da. Anlegen. Da. Ihr seht nichts, es tut mir schrecklich und also. Aber so ist das nun mal im Leben. So, mehr wollte ich nicht. Raus mit dir. Abwischen. Kommt hier rein. Oder? Das sind die kleinen. Na, die müsste normalerweise hier reinkommen, oder? Moment. Moment, Moment, Moment. Dam, 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 dam. Nein, die kommt hier hin. Die zwei großen, die zwei großen, die zwei großen, die zwei großen. Da muss noch irgendwo. Ah ja. I know. So. Das war diese hier. Und dann kommt die kleine da und die kleine da. Genau so war das ja, weil die Schraube, die haben wir ja gesucht, die war ja im Werkstatthandbuch nicht angegeben. So. Und dann kommt diese hier, dann kommt diese hier, die inneren haben Muttern, die äußeren haben Scheiben, die äußeren haben keine Scheiben, wieder
die M6 Schrauben 15 Newtonmeter, aber ich finde nirgendwo eine Reihenfolge. Also werde ich jetzt mal die hier zuerst anlegen. Dreh die hohl. Hallo? Aha, jetzt kommt er. So. Viermal. Ach nee, jetzt ist da das Gewinde hin, oder was? Ha, gibt's das? Da dreht das Gewinde wohl. Puh, jetzt muss ich mir das mal anschauen. Ja. Ihr habt es selber gesehen und ihr habt es selber gehört. Ich habe das Ding nicht mit Drehmoment angezogen. Der Schlagschrauber, der macht ja keine 5 Newtonmeter. Ausbau des Kurbeltriebs. 6 mm, 8 mm von der anderen Seite. Zusammenbau, Auseinanderbau. Zuerst die 6 mm, dann die 8 mm. Also ich muss das Ding nochmal auseinanderbauen. So, ihr Lieben, auf ein neues Helicoil gesetzt. Was soll ich machen? War ja kein großartiges Problem in dem Sinne. So. Jetzt werden wir da aber ganz, ganz genau. Ich habe gleich alle drei neu gemacht. Ja, das greift. Das ist perfekt. Ich muss mir dann die Videos anschauen, nochmal, wie das beim Zerlegen war.
Ich habe sie zwar hier, aber ich möchte jetzt langsam mal fertig werden. So, ja. Ich setze nur mal die drei hier an. So, also wirklich nur ganz sachte angelegt. Gut, jetzt haben wir hier die Achter hier, dann kommt die und die. No. So. Und dann die ganzen Sechser-Schräubchen. Sechs. So, die M8er mit 14 Newtonmeter und wir haben es ja gesehen, mein Schlagschrauber 3. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 14 Newtonmeter und dann 27. 15, 14. So, da ist eins. Eins, zwei, drei. 5, 6, 7, 8, 9 und dann 27, 26. 5, 6, 7, 8, Kamera im Weg. So, und dann haben wir 15 Newtonmeter, die 10er, 14, 15, so, also.
So. Jetzt drehen wir das Teil um. Weil da steht er ja richtig schön auf der Ölwanne. So, gut. So, und jetzt kommen die oberen Motorschrauben. 10er habe ich wo? Auf dem Drehmomentschlüssel. Diesmal mache ich es aber von Hand. Nur anlegen, nichts Weltbewegendes. Na schön. Da, mit den Schrauben muss man halt leben. Wir haben es ja gesehen, ich kann die Schrauben nicht lackieren, weil die Farbe nicht drauf hält. Ich habe sie sauber gemacht, so gut wie es geht. Viel sieht man ja danach, Gott sei Dank nicht mehr. So. Wie der Halter jetzt natürlich dann hinkommt, das ist Gretchenfrage, aber ich mache den einfach mal so dahin. So, und jetzt kommen die Achter und die müssen wir ja dann zuerst auf Drehmoment bringen. Die zwei Stück für das äußere Kurbelgehäuse. So, was haben wir denn da noch eingestellt? Reicht der? Nein, der reicht nicht. Also nehmen wir den da. So, was haben wir da jetzt gesagt? Auseinanderbauen, zusammen 14 Newtonmeter. 15 hatten wir eingestellt, 14. Einmal, zweimal und 27. 22, 26, 0, 3, 4, 6, 8, 0. Jetzt kommen die 10er dran mit 15 Newtonmeter. 18, 15. No. Nicht du auch noch. Alter, gefällt mir nicht. Geh du mal darüber. Halte ich dich mal fest. So ist. So würde ich sagen. So, ihr Lieben, einmal Kontrolle. Mal an der Kupplung drehen. Fluppig, 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 geht ganz leicht. So, einmal Kurbelwelle. Fluppig. Ja, hier drüben kann man ja drehen. Perfekt. So soll es sein. Ja, ihr Lieben, die Motorgehäuse sind zusammen. Ja. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Aber laut den Videos, die ich hier habe, ich werde mir das Ganze natürlich nochmal anschauen. Ich meine, zerlegt ist er gleich. Das wäre nicht das Thema. Aber sieht soweit gut aus. Der Rest kommt ja dann von der anderen Seite und von unten.
die Ölpumpe und so weiter und so fort, habe ich mir hier schon zurechtgelegt. Ich mache jetzt aber Feierabend, weil ich bin seit heute Morgen um 7 Uhr hier und jetzt ist 16.45 Uhr. Und ja, 6, 7, 8, 9, 9, ja, sagen wir mal 8 Stunden habe ich gewerkelt, mir überlegt und so weiter und so fort. Zwischendrin war ich auch mal weg, habe die 27er Langnuss geholt, damit wir die Schraube, die Mutter anziehen können. Ich finde keine Drehmomentangaben, deswegen, ich weiß ja in etwa, ihr habt es ja auch gesehen in dem Video, der kleine Schlagschrauber, der macht, glaube ich, 4 Newtonmeter, wenn er 2-3 Mal knackt. Und der andere, der macht 25 Newtonmeter, wenn er das erste Mal knackt. Und wir haben ja eine Schlüsselweite von 27. Das ist ja auf meiner Schlüsselweite. Es ist M18. Das dürfte ich also, wenn es eine 6.9er wäre, mit 175 Newtonmeter anziehen. Das traue ich dem Ding aber ganz ehrlich gesagt nicht zu. Also ich schätze mal, es sind so 60, 70 Newtonmeter, die ich da drauf gegeben habe mit dem großen Schlagschrauber. Und vorher war sie lose. Sollte ich noch Drehmomentwerte finden, jetzt tue ich mir, glaube ich, etwas leichter. Ich könnte dann nämlich hier, das sieht man ja, da komme ich ja noch hin. Ja, an diese Mutter. Sollte ich da noch Drehmomentwerte finden, ihr Lieben, dann werde ich das nachreichen. Aber zumindest ist sie jetzt mal so fest, würde ich sagen. Na gut, jetzt steht die Kamera ein bisschen höher. Mag ich nicht. Mag ich nicht. So. Ja, so ist besser. Was soll ich lange rumschnacken? Ich will einfach nur nach Hause. Ich habe die letzten Tage so beschissen geschlafen. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass ich mir ja ganz einfach zu viele Gedanken mache, was manche Leute mir über YouTube schreiben, was manche Leute mir an Mails schreiben oder in Kommentare und so weiter und so fort. Dann habe ich mich gerade bei in Chicago Fire festgebissen. 9-11 kamen jetzt auch 2 neue Folgen. Die habe ich mir natürlich gleich reingesaugt, aber das ist ja, glaube ich, nicht euer Steckenpferd, Netflix und Co. zu schauen. Aber das ist egal. Die Chancen, liebe YouTube-Gemeinde, stehen gut, dass ich am 1. März wieder arbeite. Und zwar wieder als Zweiradmechaniker. Wieder in derselben Firma. Da werde ich am Montag nochmal vorstellig, weil das Ganze hätte ich dann bitte schriftlich. Und dann wäre ich happy, dann wäre ich wieder mit meinen alten Kollegen zusammen. Der liebe Dietmar würde sich freuen, der hat schon einen Luftsprung gemacht, als er das gehört hat. Und ja, der Günther auch, der liebe, der wäre, glaube ich, auch froh, wenn ich wieder da wäre oder wieder da bin. Okay. Ich werde mir heute Abend die Videos von der Motorzerlegung reinziehen. Eines nach dem anderen. Aber nicht über YouTube, sondern meine Rohdateien. Was ja dann entsprechend mehr ist. Damit ich die Details habe und weiß, okay, ich bin auf dem richtigen Dampfer. Ich habe die richtige Reihenfolge, weil bei der Reihenfolge bin ich mir hier und da in meinem Video auf YouTube nicht mehr ganz so sicher, ob das richtig war, was ich da gemacht habe. Ja. Aber das werden wir sehen. Das soll ja nicht das Thema sein. Das abgestürzte Zahnrad war ja der Freilauf und das andere kommt ja von hier oben rein. Was ja dann hier angetrieben wird, nehme ich mal an. Ja, genau. Ja, das werden wir schon hinkriegen, ihr Lieben. Gut, für dieses Video. Meinen herzlichen Dank für euren Daumen hoch und herzlichen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Ich würde sagen, im rechten Eck. Machen wir irgendwas von der Kawasaki ZL900. Und im linken Eck hätten wir das Abonnement für die zukünftigen neuen Gemeindemitglieder. Einmal draufklicken wäre kostenlos. Bleibt mir nichts weiter zu sagen als bleibt mir gewogen. Für euch. Baba.
Pferdeich.